Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe es euch angekündigt, ich habe es euch versprochen. Es gibt etwas Neues in der Drogerie, was gerade in aller Munde ist und mich persönlich sehr, sehr skeptisch gemacht hat. Maybelline hat eine neue Foundation rausgebracht, die Perfector 4-in-1 Whipped Matte Make-up Mousse. Und wir werden das Ganze heute testen. Ich habe so eine Vermutung, ich habe dazu jetzt schon eine Meinung und ich bin super gespannt, wie das Ganze funktionieren wird. Ich habe noch ein paar weitere Drogerieneuheiten hier mit ins Video gebracht, beispielsweise diese Zodiac-Palette von BH Cosmetics. Die möchte ich mit euch heute so ein bisschen ausprobieren. Also wir testen einfach verschiedene neue Make-up-Produkte und ich freue mich, dass wir hier ein paar neue spannende Neuheiten haben. Und bevor wir mit dem Make-up-Part losmachen, möchte ich ganz kurz mit euch über meine Hautpflege sprechen. Ich habe ja in den letzten Wochen viele Produkte für mich neu entdeckt, unter anderem den Foreo Luna Play Smart 2. Ich habe ihn euch neulich in der Insta-Story gesehen und ich habe den jetzt locker 2 Monate ausgiebig getestet und freue mich, dass ich ihn euch heute endlich vorstellen kann. Dieser Teil des Videos entsteht auch in Zusammenarbeit mit Current Body. Ich weiß nicht, ob ihr Current Body schon kennt. Sie haben eine super große Vielzahl an Skincare-Tools. Und ihr kennt mich, ihr habt es neulich gesehen, es gibt ein komplettes Video, da habe ich alle meine Skincare-Tools euch gezeigt. Und ich liebe es, Gadgets für die Haut zu testen und zu Hause so eine kleine Spa-Experience zu machen. Und vielleicht kennt ihr den Foreo schon, aber ich weiß nicht, ob ihr diesen hier kennt. Der ist nämlich ganz besonders. Ihr habt hier nämlich 24 Karat vergoldete Sensoren dran. Und dieses Gadget on top ist die Geheimwaffe in Zusammenarbeit mit diesem Foreo-Schätzchen. Ich habe eine recht trockene Haut von Natur aus. Ich teste viele verschiedene Make-up-Produkte. Ich schminke mich oft und brauche natürlich eine sehr, sehr gute Reinigung. Und dabei unterstützt mich natürlich dieser Foreo Luna. Der ist auch in der exklusiven Current Body Farbe. So ein richtig süßes Baby-Pink. Und ich möchte euch jetzt ganz kurz zeigen, was diese zwei Sensoren für einen Zweck haben. Und ich war super schockiert. Ich wusste das gar nicht, bis ich mich mit dem Produkt auch selber auseinandergesetzt habe. Und da habt ihr die zwei Sensoren. Und dann könnt ihr das Gerät mit eurem Handy einfach verbinden. Und das funktioniert über Bluetooth. Und dann habt ihr hier hinten diese zwei Sensoren. Und die legt ihr auf euer Gesicht und könnt dann den Feuchtigkeitsgehalt eurer Haut mit diesem Gerät messen. Und das Gerät passt einfach eure Reinigungsroutine an eure Haut an dem Tag, an dem Morgen, an dem Abend an. Sodass ihr nicht zu viel macht, sodass ihr nicht zu wenig macht und eure Haut kontinuierlich verbessert und unterstützt. Und ich bin immer ein großer Freund davon, seine Pflege schon personalisiert auf sich selber anzupassen und zu wissen, was braucht meine Haut am heutigen Tag, was braucht sie morgens, was braucht sie abends. Und mit diesem Gerät könnt ihr schon bei eurer Reinigung das Ganze so personalisiert lassen. Ihr seht, ich habe heute eine sehr, sehr trockene Haut. Das heißt für mich, ich muss mit der Reinigung anders arbeiten. Das macht das Gerät automatisch. Ihr seht es hier, Pulsierung 6 und die Länge sind 60 Sekunden. Der stoppt dann auch immer, dass ihr die verschiedenen Zonen bearbeiten könnt. Das zeigt euch das Gerät dann auch natürlich immer an. Aber ihr könnt eurer Haut dann das geben, was ihr in dem Moment braucht. Und das ist etwas, das ist so genial. Es löst den Schweiß, es löst den Schmutz, es löst den Öl. Und vor allen Dingen, wenn ihr Make-up tragt, das tun wir hier ja wahrscheinlich fast alle, ist es wichtig, dass ihr eure Haut richtig reinigt. Und mit 8000 T-Sonic Pulsation kriegt ihr alles aus dem Mund. Zahnärzte sagen immer, putzt elektrisch. Guess what? Das sollten wir mit unserem Gesicht, finde ich, auch tun. Und ich liebe das. Das ist so praktisch und so klein. Ich habe tatsächlich auch mittlerweile schon eins selber gekauft. Und das steht bei Danny, weil ich mich entweder hier abschminke oder bei. Falls euch das Ganze interessiert, freue ich mich, dass ich endlich einen Rabattcode für euch habe. Ihr kriegt damit 15 Euro auf dieses Produkt und das ist super, super selten bei diesen High-Tech-Geräten. Also nutzt die Chance, 15 Euro ist ein Riesenvorteil bei dem Preis und das ändert wirklich eure Reinigung. Wenn ihr das kontinuierlich nutzt, ihr werdet merken, wie viel besser und wie viel weicher eure Haut auch wird. Ihr seht es, meine Haut glänzt, meine Haut ist einfach super weich und fühlt sich sehr, sehr sauber an, auch bei der Reinigung. Vielen, vielen Dank an Current Body, dass ihr mich bei diesem Teil des Videos unterstützt habt. Und jetzt, Freunde, starten wir direkt mit dem Make-up. Ja, was soll ich sagen? Maybelline Perfector 4-in-1. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen verwirrt. Denn das erinnert mich an 2014. Kriege ich richtige Flashbacks an so meine Schulzeit, als diese Mousse-Make-ups total im Trend waren. Und wir sahen, trust and believe, wir sahen alle gleich aus. Wir hatten alle ein viel zu dunkles, orangenes, trockenes, cakey Make-up. Und vielleicht ist jetzt die Zeit,
dass man das Ganze wieder macht. Aber als ich den Werbespot gesehen habe, dachte ich mir, das sieht eins zu eins so aus wie das Magic Finish. Ich habe mir zwei verschiedene Farben gezeigt und wir werden das Ganze jetzt auch probieren. Ich habe schon mal so ein bisschen geswatcht. Es gibt sechs Farben, das soll sich aber der eigenen Haut anpassen. Werden wir sehen. Ich habe hier einmal die Farbe Light Medium und Light. Ich swatche mit euch gemeinsam nochmal im Gesicht, dass ihr auch wirklich das Ergebnis seht. Es kommt tatsächlich so eine, ja, eine braune Wurst mit raus, die sich sehr mußig anfühlt. Es fühlt sich eins zu eins wie das Magic Finish an. Und so sieht das Ganze aus. Es sieht schon sehr, 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 sehr matt aus, muss ich sagen. Und hier ist die hellere Version. Die ist, glaube ich, zu hell. Wenn ich das beides mische, ja, habe ich die richtige Farbe. Auf der Verpackung steht drauf, dass man das mit den Fingern einarbeiten soll. Und es beinhaltet Primer, Powder, Concealer und BB-Cream. Eins zu eins dasselbe wie das Magic Finish. Aber das soll auch Anti-Aging sein und ein Instant Perfected Matte Look machen und die Haut weich zeichnen. Mit einer leichten Deckkraft. Mit den Fingern das gesamte Gesicht auftragen. Okay, wir machen jetzt mal eine halbe Seite. Ich bin gespannt, wie das funktioniert. Ich blende mir das einfach mit meinen sauberen Fingern auf meine Haut ein. Und das, was mir sofort aufgefallen ist, ich muss euch ranholen, sonst seht ihr das nicht. Das verbindet sich irgendwie nicht so wirklich mit der Haut. Also bei einer flüssigen Foundation ist es so, dass es richtig schön in die Haut geht. Und sobald ich das mit den Fingern einarbeite, schiebe ich das einfach nur von A nach B. Wir probieren es jetzt mal mit einem Schwamm. Seht ihr das? Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber braucht man vielleicht ein bisschen weniger. Wir gehen jetzt hier mal über die Stirn. Also, was es auf jeden Fall macht, es mattiert sofort. Es mattiert sofort die Haut, aber, also ich kenne natürlich den Vergleich jetzt zum Magic Finish, ne? Und das Magic Finish, das schmilzt richtig auf der Haut und lässt sich, vielleicht muss es auch erstmal antrocknen. Also das ist natürlich das Problem bei diesen Mousse-Produkten. Das setzt sich bei mir im Bart ab. 98% von euch werden keinen Bart haben. Deswegen ist das nicht das Problem. Aber das rutscht einfach nur über die Haut. Ihr seht es sofort, ne? Es mattiert direkt. Don't know. Ich weiß nicht, vielleicht mache ich irgendwas falsch. Ich gehe jetzt einfach nochmal hier mit einem Schwamm rüber. Und blenden mir das ein. Also das Ziel für mich mit solchen Produkten ist es, schnell und einfach ein mattes und frisches Ergebnis zu bekommen. Und ja, es hat eine leichte Deckkraft, das ist okay, aber die Haut, das sieht halt nicht schön auf der Haut aus. Und ich erinnere mich, meine Oma benutzt zum Beispiel dieses Mousse Make-up von Essence seit 30 Jahren. Und gefühlt. Und das schmilzt auf der Haut. Ich habe hier das Gefühl, dass das nicht so richtig sich mit der Haut verbindet. Wisst ihr, was ich meine? Und ich will das gar nicht bashen, weil ich echt gedacht habe, das ist vielleicht einfach eine günstige Version zu dem Magic Finish vielleicht. Kann ja sein, dass es einfach eine Alternative ist. Aber war das damals auch so? Das ist halt schon so lange her, dass ich mich kaum noch dran erinnern kann. Wir probieren jetzt mal was aus, Freunde. Das ist ja im Prinzip eine Kombination aus Primer und Blurring und allem. Wir schminken jetzt einfach mal mit einem normalen Make-up drüber, in der Hoffnung, dass dieser Perfector 4 in 1 so ein bisschen wie ein Primer funktioniert, dass sich die Produkte anders drauf verhalten, dass es vielleicht nicht so schnell ölig wird. Ihr seht ja, hier bin ich einfach so ein bisschen glänzender und habe halt nichts anderes außer ein bisschen Pflege drauf. Hier ist das Ganze jetzt matt und dry. Wir lassen die eine Seite so, die andere Seite machen wir so. Vielleicht ist es einfach nur ein Primer. Oh, das ist mies. Ich habe mich echt gefreut. Als Foundation nehme ich meine Liebste. Das ist die Rival de Loop Foundation. Und wir gehen jetzt mal erst über diese Seite rüber. Da wissen wir, wie die normal funktioniert und wie sie normal aussieht. Falls ihr damit Erfahrung habt, schreibt mir das bitte unbedingt in die Kommentare. Ich bin wirklich, wirklich gespannt, weil ich echt der festen Überzeugung war, vielleicht mache ich auch was falsch, ne? Also ich sage nicht, das Produkt ist scheiße. Ich sage nur, das Produkt funktioniert gerade nicht so, wie ich es mir vielleicht vorgestellt habe. Aber vielleicht mache ich es auch einfach falsch und dann würde ich dem natürlich nochmal eine Chance geben. Aber ich muss auch sagen, 15 Euro sind auch 15 Euro.
Die Seite hat super gut funktioniert und jetzt bin ich gespannt, wenn wir das Ganze nochmal mit dem Make-up oben rüber gehen. Wir haben denselben Schwamm und gehen da einfach rüber. Ich brauche natürlich jetzt auch hier viel, viel weniger Produkt. Are you kidding me? Das ist das, was ich meinte. Wow! Also, ich habe jetzt natürlich eine feuchtigkeitsspendende Foundation oben rüber gegeben. Und dadurch, seht ihr das, hier ist das Ganze in Anführungszeichen unruhig. Die Foundation legt sich so ein bisschen in die Poren, an die Unebenheiten. Hier sieht das Ganze aber viel, viel ebenmäßiger aus. Und dadurch, dass ich so einen, ja, einen matten Primer benutzt habe, der aber schon ein bisschen Deckkraft habe, habe ich mir natürlich auch Produkt von der Foundation gespart. Und das Ganze ist viel, viel ebenmäßiger. Hier seht ihr es ganz gut, ne? Hier ist so ein bisschen unruhig. Oh, wow! Jetzt bin ich verwirrt. Zusammengefasst, was haben wir jetzt gerade herausgefunden? Einzeln hat es bei mir nicht funktioniert. Da bleibe ich definitiv bei Magic Finish, weil das so ein bisschen besser schmilzt auf der Haut. Als Primer. Als Primer ist das aber gar nicht schlecht, weil ihr einmal dieses Poreblurring habt, dieses Weichzeichnen der Haut, dann ist so eine Mousse-Textur natürlich auch vom Lichteinfall und wie das Licht gebrochen wird, viel diffuser als eine flüssige Foundation. Aber wenn ihr dann mit einer flüssigen Foundation rüber geht, habt ihr dieses, erinnert ihr euch vor ungefähr 2 Jahren war das ein Trend, erst das Gesicht mit Creme, dann mit Puder, dann mit Primer, mit Setting Spray und dann die Foundation draufzugeben. Und das ist ein Produkt, das hat das alles schon drin. Und das sieht iconic auf der Haut aus gerade. Ich weiß nicht, ob das durch die Kamera so rüberkommt, aber ihr habt ja meine Gefühle gerade ungefiltert mitbekommen. Ich war gerade richtig, richtig mies enttäuscht davon, weil ich dachte, das kann es doch nicht sein. Und eigentlich kann es das auch nicht sein. Oh, es ist entflammbar. Eigentlich kann es das auch nicht sein, dass ich erst noch eine andere Foundation mit rübergeben muss. Aber wenn mir das einen Vorteil bringt und das Make-up schöner aussieht, dann guess what? Sign me in. Wir machen jetzt mal mein Make-up weiter. Wir schauen mal, wie sich die anderen Produkte darauf weiterhin verhalten. Ich nehme meinen Kiko Contour Stick und blende mir den mit meinem Pinsel hier einmal ein. Funktioniert gut. Da sehe ich jetzt keinen Unterschied, was jetzt in dem Fall aber wirklich gut ist, ne? Ich habe Angst, dass ihr das in der Kamera nicht so rüberkommt. Dann trage ich mir ein bisschen Blush auf. Dafür benutze ich jetzt hier einfach einen Cream Blush von Rare Beauty in der Farbe Nearly Apricot. Auch der lässt sich sehr, sehr gut drauf einblenden. Und wenn ihr ganz nah dran seid, ne, also wenn ihr das selber zu Hause mal ausprobiert, dann seht ihr, dass das Porenbild wirklich, das ist ein ganz anderes Bild. Ein bisschen Concealer. Und dann nehmen wir heute mal nur eine leichte Schicht Puder. Ich benutze das Microfiber Multitool Mini und sette das einfach hier an den Augen so ein bisschen und presse mir das Produkt oder das lose Puder dann einfach hier in den T-Zonenbereich so ein bisschen rein. Ja, sofort. Hätte das in 4K filmen müssen. Aber das schafft mein Computer leider nicht mehr. Und ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass ich beispielsweise die Stirn mit Puder setten müsste, sondern wirklich nur den Concealer. Ich nehme noch einen fluffigen Pinsel, gehe hier rüber. Yes. Wow. So ebenmäßig aus. Ihr merkt, ne? Mir bleibt die Spucke weg. Weil das. Also ich habe damit jetzt gerade wirklich nicht gerechnet. Wahrscheinlich wäre das Ergebnis noch schöner, wenn man nicht so viel genommen hätte wie ich jetzt. Also wirklich nur eine kleine Menge und die in dem T-Zone-Bereich wie so ein Blurring-Primer verteilt und dann mit einer normalen Foundation rübergehen. Dass ihr einfach dieses Blurring habt und dann mit eurer Foundation, die halt den ganzen Tag hält. Und das sorgt natürlich auch dafür, dadurch, dass ihr eine trockenere Base habt, dass die Öle eurer Haut nicht so schnell durchkommen. I love it. Was sagt ihr? Habt ihr den Unterschied gerade gesehen? Seht ihr jetzt hier auch einen Unterschied? Ich finde, man sieht tatsächlich ein, dass es hier so ein bisschen unruhiger ist im Vergleich zu hier. Hier ist dieser Effekt einfach viel, viel weicher. Und dann nutze ich noch ein Brightening Powder. Und jetzt kommen wir zu den Augen. Und da bin ich sehr gespannt. Wir haben nämlich die Mystic Zodiac Palette in der Sun-Version. Es gab auch ein Pinselset. Das Ganze hebe ich aber für euch auf. Ich weiß, ihr liebt Pinselsets und ich habe tatsächlich mittlerweile auch sehr, sehr viele Pinsel hier von BH Cosmetics. Deswegen machen wir jetzt mal im Schnelldurchlauf so einen Look. Ich weiß nicht, ob die Palette in die Drogerie kommt. Ansonsten gibt es sie mit Sicherheit auch online. Und ich starte mit der Farbe Beam. Das ist ein Hot Pink. Und das stempel ich mir, oh, wow, hier hin. Es wird halt ein
pinker Look. Einfach hier rauf, lässt sich gut auftragen. Und dadurch, dass wir auch das Produkt, diesen Perfekter auch so ein bisschen. Ich frage mich, ob ich das mit dem Magic Finish hätte auch machen können mal. Das probiere ich mal aus und schreibe es euch hier hin, ob es funktioniert. Oh ja, es hat richtig gut funktioniert. Oh nein, es hat nicht so gut funktioniert. Die Farben erinnern mich so ein bisschen an die ganz, ganz alten BH Cosmetics Paletten. Kennt ihr noch die? Diese riesengroßen schwarzen mit diesen kleinen Fännchen. Also es war bevor BH Cosmetics in die Drogerie gekommen ist. Und dann gehe ich hier in die Farbe Ray und blende mir das hier oben einfach nochmal so ein bisschen sauber aus. Die Augenbrauen mache ich tatsächlich auch mittlerweile immer ganz gerne erst im Anschluss, weil ich es mag, wenn ich so ein bisschen Produkt in die Augenbrauen mit reingeben kann von dem Lidschatten. Sieht, finde ich, immer so ein bisschen schöner aus. Und dann dunkeln wir das Ganze ab mit der Farbe Helium. Das ist so ein dunkler Bordeaux-Ton. Die sieht schön aus. Die ist so ein bisschen feucht auf dem Auge. So ein bisschen reflektierend. Die hält sehr, sehr gut. Also pigmentiert ist die Palette auf jeden Fall. Ich bin mittlerweile nicht mehr so ein Freund von so riesengroßen Paletten, weil mich das tatsächlich mittlerweile überfordert. Aber das ist halt eine schöne Palette, ne? Muss man sagen. Und dann blende ich das Ganze einfach ineinander aus. Okay, als Topper benutze ich die Farbe Lightyear und gebe mir das hier so ein bisschen aufs bewegliche Lid, einfach um so ein bisschen Tiefe noch zu haben. Oh ja, finde ich gar nicht schlecht. Und als Inner Corner Highlight möchte ich hier. Ach nee, das ist die Farbe Aurora Ozone gewesen. Das ist die Farbe Helium. Die setze ich mir hier ins Inner Corner für so einen spannenden Farbreflex. Gehe noch ein bisschen damit hier in die Mitte. I love it! Oh, it's a good makeup day today. Dann gehe ich noch ein bisschen durch die Augenbrauen. Und für die Lippen trage ich mir den Maybelline Superstay Matte Ink in der Farbe. Steht hier leider nicht drauf. Ah doch, hier, 80. Und dann lasse ich den ganz kurz antrocknen und gehe mit der Farbe 05 Loyalist rüber. Und dann habe ich so eine Rosé-Nude-Lippe. Und das ist der Look. Die Seite sieht richtig, richtig gut aus. Was sagt ihr? Seht ihr einen Unterschied? Ich sehe definitiv einen. Deswegen will ich wissen, ob ihr da den Unterschied seht. Und ich glaube, das ist halt so eine Überlegung. Okay, zahle ich 15 Euro für einen Primer aus der Drogerie, damit das Make-up, was ich dann drüber mache, besser aussieht? Ist zumindest eine Überlegung wert. Ich habe aber für euch herausgefunden und euch das Ganze eingeblendet, ob das Ganze mit dem Magic Finish auch passiert, falls ihr das schon habt. Die meisten von euch werden das mit Sicherheit haben. Das ist ein spannendes Produkt. Ich weiß nicht, ob ich das benutzen würde alleine. Für meine Haut würde es wahrscheinlich nicht funktionieren. Vor allen Dingen durch den Bart. Vor allen Dingen dadurch, dass ich halt nicht nur so einen Hauch an perfektioniert habe. Dann nehme ich einfach ein gepresstes Puder. Wisst ihr, was ich meine? Aber als Primer hat das Ganze richtig, richtig gut funktioniert. Und deswegen bin ich super gespannt. Vielleicht habt ihr das Ganze auch schon ausprobiert. Vielleicht interessiert euch das Ganze auch gar nicht. Aber interessiert euch für den Foreo Luna Play Smart 2. Dann setze ich euch alle Links einmal unten in die Infobox. Schaut unbedingt bei Cure and Body vorbei. Das Ding, 3, 4 Wochen und eure Haut ist komplett anders und feiner und ordentlicher und sauberer. Probiert's aus, Freunde. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Das war nämlich heute ein wilder, wilder Ritt. Tschüss!